FIFA Points und PSN Karten, checkt gerne meinen Sponsor IGPOLT aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice Sachen und die Camouflage Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 20 Challenge hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Elfmeter Challenge Tottenham gegen Bayern, denn heute Abend findet die Begegnung im Champions League Spiel statt. Tottenham gegen Bayern, Leute. Was denkt ihr, wer gewinnt das Ganze? Hashtag Tottenham, Hashtag Bayern. Ab unten in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr Bock habt, machen wir das Ganze noch demnächst mit anderen Partien, ja? Und falls ihr Bock habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Täglich einschalten, täglich neue Videos hier auf dem Kanal. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr euch wundert, er hat jetzt nur noch 7 Spieler. Wir haben eben davor noch die Challenge Lewandowski gegen Kane aufgenommen. Er hat ein paar rote Karten. Süle und so haben doch eigentlich voll gute Werte. Ja, er hat jetzt ein paar leider weniger, aber ist nicht ganz so schlimm, Leute. Checkt noch den Shop aus, wenn ihr auch noch Bock habt. Ja, nice Designs in schwarz und weiß, als T-Shirts, Pullover gibt es in rot, blau, grün und orange. Die 4 Camouflagefarben, Handyhöhlen, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe haben wir noch und wie gesagt, die Handyhüllen auch in Orange, Blau und Grün in den 4 Farben. Checkt's aus. Kissen, Tassen und so weiter. Gratis Autogrammkarte gibt's auch noch dazu. Und wie immer bei der Elfer Challenge, zeigt mir, gibt es die Softwarebestrafung, Leute. Ja? Hier, Softwarebestrafung gibt's auch am Ende. Ratatata. Und ihr wisst Bescheid, Leute. Die Differenz wird wieder gemacht. Also wenn er jetzt 3-1 gewinnen sollte, sagen wir jetzt einfach mal, kriege ich 2 Schüsse. Gibt's Dinge. Wir machen demnächst auch mal noch irgendwann nochmal eine Hardcore-Version. Das heißt, für jeden verschossenen Schuss gibt es dann einen. Nee, für jeden verschossenen Elfer gibt es einen Schuss. Mhm. Oder für jeden verschossenen Schuss gibt es einen Schuss so rum. Also dann würde ich sagen, schauen wir mal, ne? Du hast eigentlich einen kleinen. Also eigentlich hast du einen Nachteil, aber du hast auch wieder einen Vorteil. Wo? Weil wenn deine 7. Ja, wenn deine 7 Schützen. Als ob wir so viel schießen. Ja, ich weiß nicht, aber wenn seine 7 Schützen. Wieder auf 128, ich bin bei 17. Ja, Mann, weil wenn seine 7 Schützen vorbei sind, fängt er wieder von vorne an und hat er wieder Lewandowski, Alaba und so weiter. Und ich habe dann hier hinten Loris und so weiter, ne? Guck mal, einfach Neuer hat bessere Elfmeterwerte als Kimmich. Warum hat Kimmich generell so einen schlechten Elferwert, Alter? Der hat scheiß Abschluss. Warte mal, ich mach das mal so hier. Vertongen kommt für Eriksen. Alter, Gnabry. Müssen wir mal tauschen hier mit Thiago. Ja, mach das, wie du Bock hast. Ja, zwar Elfer schlecht, aber guck mal, sein Abschluss. Ja, gut. Alter, pfuh. Harry Kane hat, glaube ich, den besten Elfer im Spiel. Ich weiß nicht, aber ich glaube, keiner hat besseren Elfer. Ich glaube auch Messi und obwohl Messi und Ronaldo, weiß ich, aber ich glaube auch nicht besser als Kane. Kane hat 90 Elfer. Pelé? Ja, okay, jetzt mal ja, von Icons. Ja, mal von Icons abgesehen. Okay, ab geht's. Oh, Harry Kane, oh, direkt der erste Schütze, Mann. Also, wir können mit Zielhilfe schießen, wir können aber ohne machen. Können wir uns quasi selber aussuchen. Okay. Also schreibt eure Tipps rein, ne, Leute. Was denkt ihr? Wie geht's heute Abend aus? Tottenham gegen Bayern, ab in die Kommentare. Bist du ready? Ja. Neuer ist schon völlig nervös da. Let's go, Digga. Come on. Oh. Oh. Hast du gesehen? Junge, Alter. Der ist voll gegen den Pfosten gejumpt, Junge, Alter. Ey. Der ist komplett, aber wirklich volle Möhre gegen den Pfosten gejumpt. Scheiße. Warum verschießt ihr hier in Elfer, Alter? Ich bin so schlecht, Mann, in Elfern, ne? Ist unfassbar, Mann. Aber ich schieße auch wieder mit Ziel. Ich bin selber schuld. Okay, er macht safe einen Lupfer, das werde ich ja schon wieder. Ja, ich wusste es schon wieder. Mann, ich habe aber nach rechts gemacht. Ja, ich bin auch nach rechts gesprungen. Ey, die gehen eh nicht ganz. Obwohl, weißt du, ich habe den richtig rein nach. Ja, könnt ihr euch an den einen Elfer von meinem Torhüter erinnern? Weißt du noch? Das war der Torhüter-Lupfer, Junge, den hätte niemand gehalten, ey. Du musst mal wieder so einen Elfer wie beim letzten Mal raus haben. Mit wem war das? Mit dem Inder. Ah ja, das war mit Indien, ne? Voll in den Winkel geballert, Alter. Scheiße, ey, wie hast du das gemacht? Hast du hier oben mal hochgeschwitzt, ne? Ich krieg den nicht mal so mit Zielhilfe hochgeschwitzt und du machst das so. Guck mal, ich verwirr dich jetzt. Vielleicht ziehe ich jetzt weiter in deinen. Vielleicht. Vielleicht gehe ich auch in eine andere Ecke. Wer weiß, du klein. Oh, nein! Nein! Er schießt von alleine! Was? Opfer! Nein! Warum? So ein Opfer. Warum, Alter? Er zieht ihn mit 300 km drüber. Ey, Mann. Warum hat er wieder von alleine geschossen? Ich habe gar nicht so lange gewartet, ey. So eine Scheiße, ey. Toll, ey. Wollte ich denn hier ein bisschen reinlegen, hat gar nicht geklappt. Du schießt nach rechts, sehe ich doch an deinem Kopf. Och Mann, hab doch gesehen, wo Alaba hinguckt, ey. Das ist unfair, Mann. Dieses Hingucken ist echt unfair. Kannst du weißt du mal, ja, super. Deswegen musst du ja immer einmal nach rechts, einmal nach links am besten einmal zielen. Dann guckt er nämlich einmal nach links, einmal nach rechts. Oder du hast eine AFO einfach. Scheiße, Alter, ich bin ein bisschen gefordert wieder. Boah, ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll. Ah, ich schieße ist ja egal, wo du hinlobst. Komm. Oh mein Gott, ey, Mann, ey, ich bin so schlecht, Alter. Nicht gut, sagen Junge, wir mal ich bin so. Der schlechteste Elfmeterschütze, den es auf dem Planeten gibt, ey. Meine Fresse, wo schieße ich hin? Meine Fresse, bin ich schlecht, Alter. Scheiße, Alter, wenn du jetzt triffst, dann hast du schon fast gewonnen, Alter. Nein, Alter, wir müssen jetzt halten. Komm, oh Mann, ey. Schön. Scheiße, Digga, ey. Oh nein, ich muss treffen, ey. Boah. Scheiße. Alle so, oh nein, ey, wird er. Scheiße. Ich muss treffen, Leute. Okay,
Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wenn ich keinen Elfer treffe jetzt, also wenn ich den jetzt nicht... Pass auf, hinterher schießt er noch. Ja, ja. Wenn ich jetzt nicht treffen sollte, Leute, dann machen wir Extreme Edition. Das ist ab sofort die neue Regel. Wenn jemand keinen Elfer trifft, dann ja, kriegt dann er die krieg Extreme. Ich aber keinen Schuss. Ja, ich krieg ja die ja, Extreme dann. Okay. Okay. Das wäre Extreme, wenn du auch Schüsse kriegst. Okay, let's go. Ey, Mann, ich schieß nie wieder Elfer, Alter. Ich hab keinen Bock neuer, mehr. Neuer Kameramann, lauf zu Bruno. Was machst du? Junge, ich schwöre, ich kann keine Elfer, ne? Das ist unfassbar schlecht. Guck mal, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was ich gemacht habe. Ich habe so gemacht, ne? Und gehalten. Und der Ball hat den Pfaff. Der, was ist das? Aber wenigstens, ey, die Fans haben den gefangen. Junge! Ey, Junge, du bist aber schlecht, kann das sein? Was soll ich machen? Kann das sein? Das sind die schlechtesten Elfer aller Zeiten, die ich hier schieße, ohne Scheiß. Scheiß, warum habe ich die Regel gerade erfunden, Alter? Wie viel Elfer habe ich du dachtest wahrscheinlich so, ey, ich treffe jetzt eher einen. Und ich habe auch noch angefangen, Alter. Wie viel habe ich verschossen? Das ist gerade für ein Stadionshot gewesen. Boah, das sind geile Bilder, ey. Fette Bilder, ey. Ich versuche ein bisschen gerade bestrafen, dass der vergisst, weißt? Dass der vergisst, dass ich vier Schüsse eigentlich kriege, ey. Guck mal, ah, ja, du kriegst Fat vier, Party. Vier Schüsse kriegst du jetzt, ne? Fat Party, okay, ich muss kurz... ist überhaupt noch was drin, ey? Ja, schau mal, ob da noch vier Schüsse drin sind. Warum sag ich schon wieder extrem, ey? Fallen wieder 800 raus. Warte. So, wir machen Vollbild hier. Einer rausgefallen. Ja, wie willst du das jetzt schauen, Digga? Kannst ja so nicht gucken. Wird schon passen, Leute. Wenn leer ist, ist leer. Sind da ein paar Kugeln drin? Wenn kriegt der auf den Arsch. Wenn leer ist, dann ist halt leer, ne? Hab ich halt Glück gehabt. Okay, wo willst du hinschießen? Auf den Arsch. Ja, komm, mach linke und rechte Arsch. War das letztes Mal? Ja, du kriegst vier, ne? Wir haben doch nicht Arschbacke gemacht. Du kriegst vier. Oder haben wir? Ja, ich krieg vier. Ja. Hast schon mal zwei weg. Der war nicht schlecht. Aber mach hoch hier, das Scheißding, ey. Warte. Leute. Warte. So. Leute. Jetzt gibt's. Okay, drei. Ah, ja. Oh, Junge. Hör mal auf zu verarschen, Alter. Mach auf ganz entspannt. Junge. Schöne Sache. Beim nächsten Mal, ne? Marschier die auch vorher, Alter. Ey, Scheiß. Bist du das sicher? Junge, wenn der Schock noch unerhofft, da kommt, das ist eigentlich das Ding. Sicher, das Schießen. Alles gut. Ehrlich gesagt, tut's gar nicht so weh, Alter. Das geht eigentlich. Hört schon wieder auf. Sicher? Das brennt gar nicht nach am Arsch. Nee, jetzt schießt du extra nicht. Nee, das tut richtig weh. Mach auch die andere Seite. Bist du das sicher? Weh, soll ich das zögern, Leute? Soll ich den ein bisschen... Kaum machen, ey. Soll ich den ein bisschen herauszögern? Schieß jetzt. Sind wir da gerade sicher, ob ich das herauszögern möchte? Ich dachte, du hast die Waffe ganz anders hin, Alter. Ich dachte... Ich hab in Kamera geguckt und dabei geschossen. Okay, wo jetzt die letzten beiden? Daran. Ja. Ach so, willst du die woanders hin? Ja, kannst du auch machen. Ja, keine Ahnung. Ja, wo willst du die hin? Ja, sag du. Du darfst du ausruhen. Kannst auch wieder. Arschbacke. Schön Bizeps. Nein, lass mach mal Hinterarm. Oh, stell dich einfach hin. Halt das hier vorne so fest. Ja, vielleicht tut das da hinten ja dann weh. Ja, ich habe Aim. Vielleicht tut das da hinten dann ja weh. Oh, das tut übertrieben weh! Das tut überall weh, glaube ich. Ja, hier ist. Aber ab einem gewissen Punkt halt nicht mehr. Aber hier ist fünfmal schlimmer als am Arsch, Alter. Am Arsch. Sehe. Noch 10 Schichten Fett am Start, ey. Ja, da ist auch 10 Schichten Fett. Hier ist nur Haut, Alter. Was labert? Was labert? Außer vielleicht bei ein paar anderen Leuten. Nix. Halt das richtig, nein. Nix gegen Genießer. Willst du woanders sonst? Nix gegen Genießer, Leute. Willst du woanders? Nein, mach. Nichts gegen. Warte. Mach noch nicht. Schön entspannt. Was? Ja, mach. Oder nein? Ja, mach. Sicher, dass ich mach machen jetzt. Will. Okay. Ah, Junge, ohne Scheiß, ne? Ah. Das tut 10-mal mehr weh als auf dem Arsch, Alter. Kann ich mir vorstellen, ey. Scheiße. Ich hätte besser auf den Arsch wieder genommen, Alter. Oh, wir den mal kurz hier unten hin. Alter. Aufstellen. Junge, ohne Witz, auf dem Arsch war mega chillig eigentlich. Weil auf dem Arsch, man hat nur diesen Einschlag gehabt, aber das hat nicht, das zieht nicht mehr. Ich spüre gar nichts mehr am Arsch. Ohne Witz, das spürt. Ey, doch, Arsch tat bei mir aber ein bisschen weh, echt? Weil ich habe knochigen Arsch, weißt du? Das ist und ohne Scheiß. Bei knochigen Arsch, nein. Du meinst doch einmal zu mir, du konntest nicht mehr sitzen eine Woche, ja, meinte nein, der nein, zu mir. Nein, nein, nicht, ich konnte an dem Tag wirklich nicht mehr sitzen, wo wir das gemacht haben. Ja, mich, weil, also, naja. Nee, das war ekelhaft, wirklich. Egal, Leute, das war's dann von dieser Challenge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, lasst gerne Abo, oder falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, ist dazu 99,59, so ganz knapp an der 100. Wie gesagt, ab sofort Extreme Edition, immer wenn einer nicht, also gar nichts trifft, weil dann gehört das... Wird wahrscheinlich ich immer sein. Kriege ich immer extrem, aber das gehört bestraft, wenn man so schlecht ist. Kriege ich immer. Nee, kriege ich wirklich immer. Das war's dann, Leute. Wie gesagt,
Like da lassen, ein Abo da lassen, falls du noch nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren und shoppen auschecken, nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts, Pullover, in orange, in blau, in rot und in grün, in den 4 Camouflagefarben, Kissen, Tassen, Turmbeutel, hier nice LED-Lampe haben wir auch noch am Start, Handyhüllen gibt's auch noch in orange, in blau, in rot, in grün, in den 4 Farben und gratis Autogrammkarte gibt es auch noch zu eurer Bestellung, das sucht, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, irgendwann wird er auch noch Extreme bekommen, Leute, irgendwann. Irgendwann. Dann muss ich ja erstmal nicht treffen. Ja, egal, Leute. Ich muss Elva trainieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Und tschaußen.